Danke, Herr Bundesrat. Wir gehen in die Debatte ein. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Markus Leinfellner. Als erstes zu Wort gemeldet hat sich Markus Leinfellner. Er ist von der FPÖ und aus der Steiermark. Danke, Herr Vorsitzender. Frau Minister, hohes Haus, geschätzte Zuseher auf der Tribüne, zu Hause, vor den Bildschirmen, liebe Österreicher. Ich hätte mich eigentlich auch gefreut, wenn der Innenminister bei diesem Punkt da gewesen wäre, aber ja, wir können das sicher mit Ihnen auch behandeln. 20.12.2022, Familienvater 42, nach brutaler Disco-Attacke hirntot. 18-jähriger Syrer schweigt. 19.12.2022, Vorarlbergerin von 6 Männern vergewaltigt. 6 verdächtige Afghanen zeigen sich nicht geständig. 6.12.2022, Asylwerber ersticht 14-Jährige und verletzt ihre Freundin schwer. Der Killer lauert auf dem Schulweg. 28.11.2022, brennende Autos, zerstörte Gebäude, so wüteten Migranten auf der Straße. 18.11.2022, irakische Schlepper feuern bei Verfolgungsjagd auf die Polizei. Sie nehmen jetzt auch den Tod von Polizisten in Kauf. 16.11.2022, Grenzsturm geht weiter. 1. November 2022, verletzte Polizisten und Cobra-Einsatz, 200 Personen und Jugendliche aus Syrien und Afghanistan attackieren und verletzen Polizisten in Linz und Salzburg. 29.10.2022, dritte Vergewaltigung in Wien binnen weniger Tage. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Liste könnte ich endlos fortsetzen. Das waren nicht einmal die letzten 2 Monate. Und wer ist schuld? Wer ist schuld an diesen tagtäglichen Einzelfällen? Diese schlicht und ergreifend schlechteste Bundesregierung aller Zeiten, dieser schlechteste Innenminister aller Zeiten, die haben diesen Wahnsinn in unserem Land zu verantworten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es braucht endlich eine Bundesregierung und einen Innenminister, dem die Sicherheit in unserem Land wieder etwas wert sind. Es braucht einen Innenminister, der Grenzen schließt. Es braucht einen Innenminister, der dazu bereit ist, Ausreisezentren wieder aufzusperren und nicht Zeltstädte zu errichten. Es braucht keine neuen Asylunterkünfte in diesem Land. Aber ich habe inzwischen bei dieser ÖVP ja schon das Gefühl, sie wollen das gar nicht ändern. Sie wollen diese ungezügelte Zuwanderung gar nicht stoppen. Und da fällt mir ein Bild, das bekomme ich nicht mehr aus dem Kopf, ein Bild aus dem Jahr 2015. Der heutige ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drechsler aus der Steiermark hat sie mit Rote und Grüne in der Herrengasse eingehängt, Kerzen angezündet und eine Lichterkette für die Menschlichkeit gebildet. Der damalige Landeshauptmann hat uns als Rattenfänger bezeichnet und ist dann am Grenzübergang gestanden und hat gesagt, mir schlottern die Knie, hat er gesagt. Ja. Na, kurze Zeit später ist der erste Wahnsinnige mit seinem Geländewagen in Graz durch die Herrengasse gefahren. Das sind die Auswüchse dieser schwarzen Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn das passiert, wenn wieder einer dieser Einzelfälle passiert, na, da hört man nichts. Da hört man nichts von dieser ÖVP. Von den Grünen erwartet man nichts anderes, aber von der ÖVP hätte ich mir etwas anderes erwartet. Und eines kann ich nicht verstehen, eines kann ich wirklich nicht verstehen. Die Asylzentren, Aufnahmezentren schießen heraus wie die Schwammerl und in meinem Heimatbezirk soll jetzt nur wenige Meter von einer Volksschule entfernt das nächste Flüchtlingsheim aufsperren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ja nicht mehr grob vorlässig, das ist ja schon ein bedingter Vorsatz, was diese Bundesregierung hier aufführt. Sie kennen all diese täglichen Einzelfälle
Sie nehmen das in Kauf. Sie nehmen es in Kauf, dass hunderttausende Rechtsstaatsverweigerer, Terrorexperten, sonstige Massen in dieses Land hereinströmen und die Sicherheit von unseren fleißigen Österreichern gefährden. Und der Gipfel dieses Totalversagens, oder für mich der Gipfel dieses Totalversagens war, ein 14-jähriges Mädchen wird umgebracht. Für zwei Wörter, die ich damals in den sozialen Medien gepostet habe, wurde ich von diesen links-linken Willkommensklatschern an den Pranger gestellt. Nämlich ich habe dazu geschrieben, Zuwanderung tötet. Na, was hat es gegeben? Eine Anzeige wegen Verhetzung hat es gegeben dafür. Und ich bin froh, dass die Geschichte jetzt Gott sei Dank vom Tisch ist. Aber während Sie mich angezeigt haben, hat diese Bundesregierung nämlich diesen Menschen 500 Euro Klimabonus ausgezahlt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Bundesregierung hat auf allen Ebenen versagt. Sie hat aber nicht nur versagt, sie gefährdet die Sicherheit von unseren Österreichern. Und deswegen kann ich nur sagen, treten Sie zurück. Nehmen Sie das ganze schwarz-grüne Konglomerat, treten Sie zurück. Genug ist genug. Markus Leinfellner von der FPÖ war das erst seit 2019 Mitglied im Bundesrat und er kritisiert die Migrationspolitik der Regierung scharf. Der amtierende Innenminister sei der schlechteste Innenminister aller Zeiten, so Leinfellner. Als